Robin Gregor Meile. Du bist ja ganz nah bei mir. Ich bin ganz nah bei dir, Gregor. Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Der Gregor, der tut sich immer ein bisschen zu viel Obi. Er ist ein ganz ein großer. Und jetzt trau dir einfach. Spiel drauf los. Unser Lieder, sing mir den Song. Jetzt die ganzen Mobiltelefone heraus. Wir bringen die Kreau jetzt zum Erleuchten, zum Funkeln. Jedes Feuerzeug, jedes Handy wollen wir jetzt sehen. Gregor Meile, das ist dein Lied, deine Stimmung, deine Euphorie, deine Emotion. Aus Wien für dich. Ist alles zu groß? Ist alles zu laut? Ist alles zu weit, nichts mehr verträumt, ist das, was du suchst, verloren gegangen, ich find's für dich. Was immer du tust, was immer du willst, was immer du fühlst, du auch immer vermisst, ich bin bei dir, ich bin doch jetzt hier, heute Nacht. Und die Welt da draußen braucht uns nicht, sie hält auch nie, was sie verspricht. Doch ich brauch den, jetzt hier bei mir, heute Nacht an dich. Wir brauchen dich, Gregor! Erst wenn du lachst, hör ich auf zu reden. Erst wenn du liebst, werd ich mir geben. Erst wenn du loslässt, werd ich dich auffangen. Heut in der Nacht. Und die Welt da draußen braucht uns mit, sie holt an die, wo sie verspricht. Aber ich brauch die jetzt bei mir, heut in der Nacht. Wir brauchen dich heute bei uns in der Kreau, Gregor. Heid in der Nacht. Da steht ein waschechter Herzbub vor euch.
Ein Mankerl, mit dem wir echt, echt viele, viele Stunden, viele, viele schöne Stunden verbracht haben. Südafrika war eine ganz, ganz besondere Zeit, die uns einfach zusammengeschweißt hat. Wir haben uns nicht gekannt. Und diese 11 Tage Südafrika, die waren einfach ganz was Besonderes, weil wir weit, weit weg von jeglichem Stress, von jeglichen Terminen waren. Wir haben zusammen in der Unterhosen gefrühstückt. Vor allem haben wir Musik gemacht, morgen schon vor dem Frühstück. Manchmal schon vor dem Frühstück quasi in der Dusche nebenan, ja. Hinübergesungen, geübt. In Afrika waren diese kleinen Zimmer sehr, sehr klein und auch die Wände nicht wirklich sehr, sehr dick, so dass man in der Früh den Gregor schon duschen gehört hat, aber ich musste, jetzt muss ich aufstehen. In der Nacht war ich mir nicht immer ganz sicher, weil er so laut geschnarcht hat, ob jetzt wirklich die Nacht schon vorbei ist. Und naja, wir haben zusammen am Pool geplanscht, wir sind mit einem großen Defender durch Haitauchen. Wir waren Haifischtauchen, wir haben ein paar Haifisch mit der Hand erwürgt. Das Schöne ist, dass das ja diese Taucherbrillen, und ich bin ja kurzsichtig, wusste das nicht, dass wir da tauchen. Ich habe nicht viel vom Hai gesehen. Eher so Schatten. Ja. Aber du warst relativ nah. Ja, der Gregor war sich nie wirklich sicher, ob das jetzt ein Karpfen war oder doch ein weißer Hai. Das hat immer erst in letzter Sekunde dann irgendwo gezuckt. Aber es war Gregor, da ist er! Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du dein Versprechen gehalten hast. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann einmal revanchieren und auch auf eines deiner Konzerte zu kommen. Es hat ein paar Gäste gegeben in den letzten Konzert-Open-Air-Reihen, die wir so gespielt haben. Und heute in Wien, da in der großen Hauptstadt von Österreich, dich auf der Bühne zu haben als Gast, freut mich echt ganz, ganz besonders. Ich glaube, wir trinken nachher noch ein Glas Bier drauf.